Ja, wir reden über das, was ihr alle dabei habt und dass alle, die meisten, klären wir vielleicht noch, die nach Europa kommen, die aus einem anderen Land gehen mussten, beschlossen haben zu gehen, auch dabei haben in ihrem Rucksack Fluchthelfer-Smartphone, wobei wir, glaube ich, mit dir, Florian, dann nochmal einen Ticken weitergehen von der Flucht weg zu dem, was hier vor Ort passiert. Danke Kai und danke auch dem Akut und danke euch, dass ihr uns so treu durch die Stadt folgt. Heute also im Akut, danke, dass wir hier sein können. Ist ein schöner Saal, finde ich, für die Veranstaltung. Wir können deswegen heute nur die Brezeln springen lassen, weil das Akut als Verein nicht auch noch den Wein dazu spendieren möchte. Den könnt ihr aber kaufen und ich fordere euch auf, dies zu tun. Wie immer werden wir gestreamt auf hig.de. Wer das nicht mag, sollte vermeiden, da nach hinten in die Kamera zu gucken. Wer uns da sieht, dem oder derjenigen sagen wir auch schönen guten Abend. Du kannst dich genauso beteiligen wie die Leute hier im Saal. Hashtag Dicksaal für habe ich nicht verstanden, möchte ich nochmal anders erklärt haben oder Fragen jedweder Couleur. So, ich stelle euch die Gäste vor, ein paar sind schon angesprochen. Anke Domscheit-Berg berät, strickt und unternimmt, würde ich mal so sagen. Und dabei geht es eigentlich immer um den Kernbegriff Gerechtigkeit in unterschiedlichsten Facetten, Gendergerechtigkeit, gerechte Zugänge, offene Zugänge zur Mitbestimmung. Im Oktober hat sie das schon angesprochene Refugee-Hackathon mitinitiiert und hat auch, glaube ich, gleich Teile des Orga-Teams heute Abend hierher eingeladen. Also eine kleine Vereinssitzung gab es da auch schon gerade. Und du beteiligst dich an der Initiative Blogger für Flüchtlinge. Neben mir sitzt Florian Rücker, hat Development Studies in Cambridge studiert, in Nairobi gearbeitet für die GEZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und hat offenbar ein Faible für E-Learning, vermute ich mal, weil er jetzt für die Kiron University arbeitet. Habt ihr vielleicht da und dort schon gehört, gelesen. Kiron ist eine Art Online-Uni, an der geflohene Menschen ein Studium beginnen können. Deutsch lernen können, glaube ich auch, ne? Und zwar ohne den ganzen Papierkrams, also ohne Abi-Zeugnis oder was man an Zugangsvoraussetzungen hier so braucht, auch ohne Gebühren. Ihr finanziert euch über Crowdsourcing und werdet auch unterstützt und kooperiert auch mittlerweile mit ein paar Unis, auch mit Lehrkörpern. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Auf der anderen Seite, Vasilis Cianos arbeitet als Professor für Migrationssoziologie und digitale Grenzen. Sehr schön, also unser Thema quasi in deiner Professur beschrieben. An der Fachhochschule Kiel jetzt, ne? Nicht mehr Hamburg. Und bist aus Kiel heute angetuckert. Forscht zum Thema mobile Medien und wie sie von Flüchtlingen genutzt werden. Hat dazu auch publiziert und ich bewaffne dich schon gleich mal. Du bist der Einzige, der heute das Mikro bekommt. Aber missbrauch es nicht für Monologe, sonst wird es wieder eingezogen. Makbul Siddiqui ist aus Afghanistan geflohen, hat mehrere Jahre illegal in Griechenland gelebt. Jetzt bist du seit 3 Jahren oder 4 Jahren in Deutschland? Fast 4 Jahre. Hat hier Asyl bekommen und ist quasi der Mann mit dem praktischen Know-how, also der aus eigenem Erleben weiß, was du, Vasilis, erforscht. Und ihr arbeitet mitunter auch zusammen und unterstützt Vasilis bei seiner Forschung. Vasilis, jetzt erleben wir, so schreiben das die Zeitungen, die erste digital koordinierte Einwanderungsbewegung nach Europa. Wann war dir klar, dass das so ist, also dass das wirklich in den letzten paar Jahren sich verändert hat, dass es jetzt was gibt, was es wert ist, unter diesem Vorzeichen zu erforschen? Wir haben im Jahre 2011 angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und für mich der Auslöser war eine, leider muss ich das Wort übliche, humanitäre Katastrophe auf Lampedusa, in der Nähe von Lampedusa. Damals waren es ungefähr 300 Eritreer und Eritreerinnen auf einem Boot. Und die haben für mich als Forscher etwas gemacht, womit ich nie damit gerechnet hätte. Nämlich, die haben sich geweigert, ihre Fingerabdrücke zu geben. Mhm. Und als sie auf Lampedusa angekommen sind. Als sie auf Lampedusa angekommen sind. Das war damals etwas absolut Neues. Und selbstverständlich haben sie die Information, dies nicht zu tun, auf dem Weg nach Europa durch SMS bekommen. Mhm. Also es war sozusagen eine digitale kleine Mikrorevolution gegenüber dem Schengener Grenzregime.
Spätestens an diesem Punkt war es mir ganz klar, ich muss mich damit beschäftigen. Was sich dadurch verändert hat, dass man auf kurzem Wege und quasi in Echtzeit Informationen austauschen kann. Kurz davor hatten wir aber auch die arabischen Revolutionen. Und da bin ich zum allerersten Mal mit den Möglichkeiten der digitalen Kontrolle, der digitalen Kommunikationstechnologien im Transit bin ich zum ersten Mal konfrontiert, als ich Kontakt aufgenommen hatte mit einer Gruppe, auch auf Lampedusa. Damals war Lampedusa und nicht Lesbos oder Pharmakonisi, Hotspot der humanitären Krise. Und da habe ich Kontakt aufgenommen mit einer Gruppe von tunesischen geflüchteten Personen, die eine ganz profane Facebook-Gruppe gegründet haben namens Guantanamo Italia. So haben sie sich genannt. Und auf diese Weise haben sie Folgendes gemacht. Sie haben einerseits auf diese Weise alle Personen, die in dieser Haftzelle eigentlich, es war ein Keller, die dort schon gewesen sind, haben sie versucht, Kontakt mit diesen Personen aufzunehmen, damit sie Berichte über die katastrophale humanitäre Situation ihrer Aufnahme dokumentieren können. Aber das Allerwichtigste, auf der Basis, die Gründung dieser Facebook-Gruppe hatte mit etwas noch Profanerem zu tun. Sie haben versucht, die Ebene der transnationalen digitalen Kulturen versucht zu benutzen, um eigentlich aufmerksam machen zu können, was überhaupt in dieser Zelle stattfand. Mhm. Sie haben sozusagen Fotos, ganz einfache, profane Fotos gemacht in der Zelle. Es war ein Gefängnis. Es war ein buchstäbliches Gefängnis. Sie haben dann, damals war es auch sehr primitiv sozusagen, digital. Dann haben sie die Fotos, dann haben sie eine Person ganz einfach angerufen, damit sie diese Person die Facebook-Gruppe installiert. Auf diese Weise war es dann möglich, die kleinen Films und Fotos hochzuladen. Sie haben nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern auch Öffentlichkeit natürlich geschaffen. Zum ersten Mal dargestellt, was es heißt, wie sie es damals nannte, ce n'est pas l'Europe, c'est la ridicule de l'Europe. Es ist nicht Europa, es ist eine lächerliche Lächerlichkeit von etwas, haben sie geschrieben. Jetzt sind das schon gleich, glaube ich, ziemlich eindrückliche Beispiele, die klar machen, wir reden jetzt hier wirklich von was Neuem, was anderen. Fluchtbewegung gab es in jedem Jahrzehnt, in jedem Jahrhundert. Das ist jetzt eine neue Qualität. Würdet ihr beide, vielleicht fangen wir bei dir an, Anke, sagen, die ihr euch an einem anderen Ende mit demselben Phänomen beschäftigt, dass das der Bundesregierung, sagen wir mal, auch klar ist? Also dass wir jetzt wirklich von einem steinalten Phänomen unter ganz neuen Vorzeichen reden? Also einerseits muss das ja jedem klar sein. Also unter anderem wird ja zum Beispiel Angela Merkel gerne unterstellt, dass die alle nur kommen, weil Angela Merkel was Freundliches im Fernsehen gesagt hat. Und natürlich denkt man das, weil man glaubt, dass das alle auf ihren Handys geguckt haben. Haben sie vielleicht sogar, aber es ist natürlich komplett, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine schräge Idee kommen kann, dass wegen einer freundlichen Bemerkung jemand so eine lebensgefährliche Reise inklusive das Opfern von allem, was man jemals hatte, ja, dass das jemand deshalb auf sich nimmt. Also so komisch muss man erstmal drauf sein. Aber von daher glaube ich, dass einerseits das natürlich bekannt ist. Andererseits glaube ich aber, dass es auf einer gewissen Art und Weise mindestens bewusst ignoriert wird. Was ich festmache an unterschiedlichen Dingen, das sind wir auch gleich wieder bei dramatischen Beispielen. Das Lageso in Berlin ist ja berühmt, berüchtigt. Die Zustände an diesem sogenannten Landesamt für Gesundheit und Soziales, beides kann man eigentlich gar nicht mehr in einen Satz ertragen in diesem Zusammenhang, die sind ja hinlänglich bekannt. Es ist bekannt, dass dort Alte, Kranke, Schwangere, egal in welchen dramatischen Zuständen, Stunden und Tage lang in Schnee und inzwischen Regen und Kälte stehen müssen, obwohl eigentlich man einfach ein SMS an diese Leute schicken könnte, die alle ein Handy haben und jeder weiß das.
Und da müssten sie nicht in Kälte, Regen und Schnee stehen. Es müssten nicht Ärzteverbände sagen, dass das also aus medizinischer Hinsicht nicht mehr tolerierbar ist. Mhm. Dass das massive Menschenrechtsverletzungen sind, die jeden Tag seit Monaten und auch heute zu dieser Stunde immer noch in Berlin stattfinden. Also sprich, im Kopf müsste es angekommen sein, aber es wird nicht entsprechend gehandelt. Also wir haben für den Refugee Hackathon auch bewusst Behörden eingeladen. Es gab sogar Kontakte, inklusive Lagi, so haben wir auch eingeladen, aber auch zur Bundesebene gab es Kontakte. Es ist am Ende aber niemand gekommen. Es kam also eine Person, die arbeitet im Kanzleramt, im Büro der Integrationsbeauftragten. Als sie sagte, oh toll, haben die wenigstens jemanden geschickt, war die Antwort, naja, heute ist mein freier Tag. Das war dann also auch nur so halb. Aber da bewusst nicht hinzugehen, obwohl der Refugee Hackathon, auf den kommen wir ja vielleicht auch noch zu sprechen, aber im Grunde geht es ja darum, mit digitalen Lösungen Defizite vor allem auch staatlichen Handelns auszugleichen, sonst bräuchte man den ja gar nicht. Der Staat ist aber nicht nur Problem, sondern natürlich muss er auch Teil der Lösung sein. Deswegen wäre es extrem wichtig gewesen, wenn man diese Hälfte der Prozesse anwesend gehabt hätte und mit denen gemeinsam hätte Lösungen entwickeln können, und das hat nicht stattgefunden. Mhm. Und insofern ist es vielleicht doch noch nicht da angekommen, wo es hätte ankommen müssen. Okay, wir reden tatsächlich noch über das, was ihr gemacht habt. Auch die Kiron University stellen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher vor. Aber vorgeschaltet die Frage an dich, Florian. Hast du das Gefühl, im akademischen Umfeld ist dieses Bewusstsein mehr da, ausgeprägter für euer Projekt zum Beispiel? Welches Bewusstsein genau? Also dieses Bewusstsein, dass das genau eine Lücke ist, die gefüllt werden muss. Ich denke, da sehen wir auf jeden Fall mehr Bewegung. Deswegen hat Kiron ja auch jetzt eine ganze Reihe von Partneruniversitäten, die sagen, okay, Online-Kurse haben wir noch nicht so viel gemacht, zum Teil schon, probieren wir das mal. Und wir merken da auf jeden Fall einiges an Bewegung, einiges an Flexibilität und auch einen Willen, Neues auszuprobieren. Aber klar, Hochschulen haben auch bürokratische Prozesse und da gibt es natürlich auch Hürden. Genau, aber ich denke, passiert wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei der Bundesregierung. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen zur Fluchtroute. Du hast ja schon, Vassilis, einiges angesprochen, was an Informationen ausgetauscht wird. Du hattest auch schon so ein Beispiel, eine Grenze ist geradezu. Die Leute müssen sich anders organisieren, andere Zugänge suchen. Das sind ja wahrscheinlich, also vermute ich, Facebook-Seiten, Gruppen, die nicht nur von den Leuten, die fliehen wollen, gelesen werden, sondern auch von Schleppern oder Schlägern, oder? Gibt es diese Erfahrung? Ja, Schläger, also Leute, die wissen wollen, wo halten sich potenziell Migranten auf, um die aufzumischen. Frage ich mich, ist eine Frage an dich. Ja, also und zauberhaft werden, ja, wenn du das Mikro in den Mund nimmst. Man muss sich vorstellen, es gibt wöchentlich hunderte von neuen Facebook-Gruppen, hunderte von neuen Initiativen von Transitmigranten, Migranten selbst organisiert, einige formell, einige weniger formell und andere total informell, deren Aufgabe gerade darin besteht, die Hotspots des Migrations- und Grenzkontrollgeschehens zu dokumentieren, die Best Practices auf die Best Practices hinzuweisen. Mhm. Also da ist die Grenze gerade, wie zum Beispiel heute in Idomeni, an der griechisch-mazedonischen Grenze. Wir hatten vorgestern das erste Racial Profile in der Geschichte des Schengener Regimes gehabt. Mhm. Wir hatten schon immer Racial Profiles gehabt, an der Grenze zwischen Dänemark und Deutschland zum Beispiel. Mhm. Das, was ich erfahre, ist, es versucht nicht alleine zu reisen im Zug, weil die dänische Polizei versucht, vereinzelte geflüchtete Personen auf der Basis von Racial Profiling oder Face Control, wir können das jetzt benennen, wie wir wollen, aus dem Zug rausgenommen und dann den entsprechenden Abschiebegefängnisse oder Aufenthaltsräume ungeklärten Statuses geführt. Deshalb versuchen die Leute, und das ist eine kleine Information, die im Web dann zirkuliert, wenn ihr von Kiel nach Kopenhagen, auf dem Weg von Kiel nach Kopenhagen seid, was eigentlich keine gute Idee ist, man sollte direkt nach Göteborg eigentlich fahren, dann bitte mit vielen Kindern zusammen, wenn es geht mit Supporter und Supporterinnen, wenn die Presse dabei, noch besser und auf jeden Fall in Gruppen und nicht als Einzelpersonen, weil dann
werden die Personen einfach aus dem Zug rausgenommen. Okay, ich habe jetzt nach Schleppern und Schlägern gefragt und erfahre, aber die Polizei und die Behörden lesen auch mit. Die Behörden lesen selbstverständlich auch mit. Frontex hat auch eine Studie dafür zum Auftrag gegeben, um die Mediennutzung von Transitler auf dem Weg nach Europa zu überwachen, zu kontrollieren, auszuwerten. Es ist ein großes Fiasko gewesen, selbstverständlich, weil die Informationen, die Sie am Ende bekommen haben, waren die Informationen, die schon längst einigermaßen gut recherchierende Journalisten und Journalistinnen auch kannten. Okay, oder Sie hätten vielleicht deine Studie lesen können, da ist ja auch schon einiges dazu. Ja, bei mir wäre es auch einiges möglich. Genau. Aber ich wollte trotzdem noch mal auf die Schlepper zu sprechen kommen. Werden die nicht quasi arbeitslos durch die entsprechenden Facebook-Gruppen? Weil zumindest auf dem Landweg braucht man sie nicht mehr. Ich stelle mir vor, dass es halt womöglich wie für deinen Bruder, dass der noch einen Schlepper braucht, um übers Mittelmeer zu kommen. Ja, ich glaube, in der Türkei nach Griechenland zu kommen, man braucht als Flüchtling einen Schlepper. Man kann es auch selber probieren. Ich habe es selber probiert mit noch fünf anderen Freunden von mir. Ich habe keinen Schlepper, keinen Cent bezahlt. Und wenn man will, man kann es auch selber versuchen, ohne Schlepper rüberzukommen. Mhm. Und würdest du sagen, man braucht sie jetzt noch weniger, wo man sich eben per SMS, WhatsApp, Facebook austauschen kann? Oder bleibt dieser Berufsstand trotzdem erhalten? Genau, also ich kann nicht sagen, ich weiß auch nicht, wie es gerade auf der türkischen Seite, wie das funktioniert, aber auf der griechischen Seite, Mazedonien, Serbien, also da braucht man keinen Schlepper. Vielleicht Vassili, was der Forschung wissen, ist folgendes. Also auf jeden Fall, wenn ich sage aus der Forschung, dann meine ich sozusagen die Nutzungs- und Technikfolgeabsetzung mit Umgang mit neuen digitalen Technologien bei Migranten. Also das, was wir wissen, ist folgendes. Selbstverständlich, und das ist wie auch von den Erzählungen der Protagonisten der Migration auch kennen. Selbstverständlich, Smartphones, ganz profan gesprochen, ganz banal gesprochen, stellen eine sehr, sehr große Konkurrenz, wenn man es will, zum komplizierten Geschäft des Schleppertums. Mhm. Andererseits aber muss man bedenken, dass das, was wir unter Trafficking oder Schleppertum bezeichnen oder Fluchthilfe oder sagen wir, unternehmerisch orientierte Fluchthilfe, wenn man es... Es gibt sie auch, also es gibt nicht nur Kriminellen in diesem Bereich. Ich habe sehr einige Nächte in Ayvalı mit einigen verbracht. Das sogenannte Schleppertum ist kein Subjekt, es ist ein Netzwerk und es ist eine sehr, sehr mobile Geografie und Ökonomie. Mhm. Man verdient tatsächlich Milliarden. Und gleichzeitig, wie jedes gute Unternehmen, ist darauf eingestellt, die ganze Szene ist darauf eingestellt, dass ihre Dienste deshalb gut sind, weil das ganze Geschäft über den guten Ruf funktioniert. Es gibt mit den neuen Medien, aber vor allem mit der Massivität der neuen Flucht und Migration, gibt es auch eine Veränderung der Schlepperlandschaft. Es gibt ihre Dienste, ihre Angebote mussten ständig aktualisiert werden. Es gibt eine sehr, sehr große Konkurrenz und dementsprechend sind deren Diensten humanitär geworden, kann man das sagen. Die auch tatsächlich werben wie Reiseunternehmen. Aufgrund der Konkurrenz, aufgrund der Tatsache, dass sie erst bezahlt werden nach erfolgreich stattgefundener Reise durch eine kleine SMS oder andere Modalitäten, über die wir heute nicht sprechen müssen. Auf jeden Fall, dort aber, wo es genau das Gegenteil existiert, es gibt eine Ecke im europäischen Grenzsystem, wo das Schleppertum eine andere Entwicklung angenommen hat. Also, und das ist Libyen. Mhm. Also dort, wo die Militarisierung der Grenze, wo der Bürgerkrieg und wo die Konkurrenz unter den Schleppern so
eindeutig und immer noch nach alten Mustern funktioniert, und dort, wo die Migranten und Migranten selbst mehr, am meisten erpressbar sind, hat Schlepperei dort auch sehr oft sehr brutale Momente. Mhm. Okay. Für den Rest aber die europäischen Grenze, und die neue Grenze wird Ukraine, die neue europäische Route, da will ich mir nicht vorstellen, was da für Schleppermodalitäten vorherrschen werden. Für den Rest der europäischen Routen ist die Kombination, ist die Nutzung von Medien und die Nutzung von Schlepperhilfe im Großen und Ganzen durch die Konkurrenz, durch das Angewiesensein auf den guten Ruf und durch die große Angebotslage seitens des Schleppertums sind die Preise runtergesunken, die Dienste sind besser geworden und andererseits Schlepper werden in Europa sehr, sehr, sehr stark und meiner Meinung nach ungerecht kriminalisiert. Mhm. Ein Kollege, ich kümmere mich gerade um eine Person, um eine 21-jährige Person in Athen, die festgenommen worden ist, 21, die 87 Jahre Gefängnisstrafe bekommen hat. Er ist ein syrischer Asylbewerber. Ich hätte normalerweise in jedem Konsulat der Welt eine Visa oder einen Genfer Schutz leicht bekommen können. Ist er nicht dazu gekommen, weil es in Syrien die deutsche Botschaft zum Beispiel oder die Griechische überhaupt nicht existiert. Mhm. Also musste er über die Türkei. Hatte er aber nur 200 Euro gehabt, musste also das Boot fahren. Die Tatsache, dass er das Boot fahren musste, macht ihn zum Schlepper. Mhm. Er kriegt in Griechenland jetzt gerade in Athen 87 Jahre Gefängnis. Wir tun alles Mögliche dafür, damit er sozusagen... Er war sogar im Zeitpunkt seiner Festnahme minderjährig. Das ist so ein Beispiel für die sehr fluide Art zwischen Flucht, Migration und Schleppertum. Und sicherlich ein Beispiel oder sicherlich Sachen, über die wir noch lange weiterreden könnten, aber mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne zur Ankunft gehen. Also es ist wahnsinnig spannend, was ihr erzählt, aber wir versuchen noch die andere Seite mit rein zu bekommen. Ja, ich wollte dich jetzt sowieso mit ins Boot holen, nämlich mit der Frage, okay, also dann sind die Leute angekommen, hoffentlich gut angekommen, haben ihr Handy dabei. Wir wissen, das sind gerne dann welche mit Prepaid-Karten und begrenztem Datenvolumen und sitzen in einer Turnhalle, in einer Notunterkunft und warten darauf, dass ihr neues Leben beginnt. Und dann kommt ihr ins Spiel mit der Kiron University. Was habt ihr mir dann anzubieten mit der Ausstattung, die ich mitbringe? Ja, mit den Sprachkenntnissen vielleicht auch, mit den nicht vorhandenen, die ich mitbringe. Sehr gute Frage. Ich wollte noch ganz kurz dazu was sagen. Sehr gute Frage, aber ich antworte mal auf die ich mir selber stelle. Ich antworte auf die auch, denn klar, das ist das, was wir machen, darüber rede ich sehr gerne. Okay, aber ich fand das super spannend, was Vasilis gerade erzählt hat, denn das ist natürlich was er gerade beschrieben hat, ist natürlich der typische Effekt, der passiert, wenn man das Internet in ein Geschäftsfeld reinbringt. Ne? Nämlich, der Markt wird besser für die Kunden, weil die Transparenz steigt, das Vertrauen steigt, die Kunden bewerten ihre Dienstleister, so passiert es ja, die Preise sinken und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch wahrscheinlich eher mehr Leute Schlepper in Anspruch nehmen, denke ich, denn das Schlepper-App, was den Schlepper ersetzt, gibt es noch nicht, das ist vielleicht eine interessante Nische, aber dadurch, dass eben Daten auch beschränkt sind auf dem Weg und so, wird es wahrscheinlich schwierig. Da kommt vielleicht dann Anke gleich ins Spiel. Ja, mit der Schlepper. Ich weiß ja, aber Entschuldigung, ich mach's fast auf, aber ich mach's gleich auch wieder zu. Ich wollte dich... Aber ich weiß, es ist super spannend, dass es eben auch auf so ein Geschäftsfeld, was eben total im informellen Markt passiert, dass auch da dieser Effekt stattfindet. Und das ist natürlich sehr positiv. So, und jetzt an die Universität. Genau. Ja, die Leute kommen hier an, sitzen in irgendeinem Flüchtlingsheim, haben leider ziemlich begrenzten Internetzugang im Heim an sich. Und was bietet Kiron dann? Also Kiron bietet eine Perspektive. Es ist kein Studium, was man in den meisten Flüchtlingsheimen dort vor Ort Vollzeit machen kann. Allerdings hören wir von vielen Studenten, dass sie in die lokale Bibliothek gehen, dass sie in ein Internetcafé gehen,
Aber perfekt ist es auf jeden Fall noch nicht, denn klar, fürs Online-Studium braucht man einen guten Internetzugriff und deswegen hoffe ich, reden wir heute auch noch darüber, wie man das schafft, dass die Flüchtlinge in Deutschland guten, konstanten Internetzugang bekommen, denn der ist nicht mehr so teuer und das sind eigentlich bürokratische Hürden, legale Hürden. Genau, wo Kira natürlich auch dran ist, damit zu überlegen, wie wir die überwinden können. Also Netzpolitik.org hat mal versucht herauszufinden, wie es aussieht mit der Ausstattung mit WLAN in Heimen. Ich glaube, die Zahlen sind vom Sommer und die sind auch so ein bisschen bröselig, weil es schwierig ist, die zusammenzutragen. Aber die kamen, ich glaube, auf sowas wie 15% der Unterkünfte, die es damals gab, bieten WLAN-Zugang. Aber das Thema nochmal ausgeklammert, vorausgesetzt, ich habe den. Was kann ich bei euch wie studieren? Bei uns kann man eines von 5 Studienprogrammen studieren. Die führen alle zu einem Bachelorabschluss. Und das funktioniert über Online-Kurse, sogenannte MOOCs, Massive Open Online Courses. Die werden bereitgestellt von richtig guten Unis. Also die amerikanischen Unis sind eben der Vorreiter. Das heißt, unsere Studenten belegen Kurse von MIT, von Harvard, von Yale und vielen anderen Unis auch, wo dieser Inhalt herkommt. Und genau, das passiert in den ersten 2 Jahren. Da sammeln die Studenten 120 Credits. Und in dem letzten Jahr transferieren die Studenten zu einer Partneruni richtig auf dem Campus und machen dort ihr letztes Studienjahr und kriegen von dieser Uni dann auch ihren Bachelorabschluss. Mhm. Jetzt wissen wir aber, dass, also ich fasse es mal so zusammen, ihr seid so eine Art Plattform für diese verschiedenen Online-Kurse. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Also ihr bündelt das, systematisiert das und bietet es wieder an. Unter anderem sind wir eine Plattform, genau. Ja. Aber es gibt schon mehrere Dienstleistungen, die wir dazu anbieten. Also wir haben ein starkes Student-Support-Team, was eben die ganzen Anfragen beantwortet, die ganzen E-Mails beantwortet. Und mehr kommen bei uns jetzt eben auch ehrenamtliche Akademiker dazu, die sagen, ich will helfen, ich finde das spannend, was ihr macht und ich möchte selbst in meiner Zeit Flüchtlinge ehrenamtlich unterrichten. Okay, jetzt Anke, sitzt du hier ganz verknotet mit Beinen und Armen übereinander und dich zwickt's. Und jetzt wäre die Gelegenheit zu sagen, was dich zwickt. Ja, es zwickt mich und ich muss dieses Fass leider doch nochmal aufmachen, weil ich kann das aus meiner ganz persönlichen kleinen Empirie mit ganz vielen Flüchtlingen, mit denen ich gesprochen habe und die Nachrichten, die ich gucke, nicht bestätigen. Es sind einfach, dass die Qualität des Schleppertums auf einmal so viel toller geworden ist. Also wenn seit Anfang des Jahres allein 150 Kinder ertrunken sind, wenn die Freunde, die ich kenne, die haben für ein völlig überladenes Gummiboot 1.200 € bezahlt und einer ist 2,5 Stunden selber durchs Mittelmeer geschwommen. Das sind für mich keine erträglichen Verhältnisse und ich weiß auch, dass gerade jetzt, wo das Wetter schlechter wird, die Preise sinken nicht in Abhängigkeit, wer wie viele Daumen hochs auf irgendeiner quasi Schlepper-App gekriegt hat, sondern es hängt davon ab, wie furchtbar schlecht das Wetter ist und wie lebensgefährlich die Überfahrt. Also wir kennen doch auch alle diese furchtbaren Bilder, die noch nicht lange her sind, von zig Leuten, die da in diesem LKW abgestellt worden sind. Und es wird in meinen Augen eher schlimmer, weil der Fluchtdruck steigt. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das irgendwie besser geworden ist. Also das musste ich jetzt unbedingt zum Herstellen einer gewissen Balance auch noch loswerden. Und jetzt kannst du zur Tagesordnung wieder übergehen. Nee, dann gebe ich den Ball auch noch mal rüber, weil das Fass ist ja nun wieder auf. Mal gucken, ob wir es noch mal zukriegen. Was würdest du sagen? Stimmt es, dass tatsächlich diese Art Ratings, Bewertung dazu führen, dass sich die Qualität verbessert? Also Qualität heißt in dem Zusammenhang natürlich Sicherheit, Zuverlässigkeit oder ist das Bullshit? Es ist gut, dass wir uns Sorgen machen, wie viele Leute im Mittelmeer sterben wegen Schlepper oder jetzt wird, also Winter ist schon da. Aber ich glaube, das ist keine Lösung. Okay, wir können mal darüber reden, sicher, aber ich weiß nicht, warum dieses Schlepper-Thema ist überall und die Leute wollen über Schlepper reden. Nee, Anke redet ja nicht über die Schlepper, sondern über die Leute, die in deren Obhut ertrinken, sterben. Also die Frage ist, wird dadurch, dass wir uns austauschen können oder dass die Leute, die es betrifft, sich austauschen können über die Dienstleistungen, nennen wir es vielleicht mal ein bisschen neutralisiert, ob das die Qualität auch verbessert, die Zuverlässigkeit verbessert? Darf ich mal die Fragen Vasili weitergeben? Ich weiß nicht. Er hat sie vielleicht im Grunde auch aufgebracht, von dir, Florian, dann nochmal zugespitzt. Was sagt da die Feldforschung? Ist das wirklich so? Sterben weniger Leute
auf der Flucht, weil die Qualität und Zuverlässigkeit besser geworden ist? Also sagen wir so, es gibt überhaupt keinen Grund, die katastrophal, die humanitäre Katastrophe an den Grenzen Europas klein zu reden. Selbstverständlich. Die europäische Grenze war, ist und ich befürchte, wird noch eine Weile eine tödliche Grenze bleiben. Weil wir aber davon ausgehen, sind wir gezwungen, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Supporter, Protagonisten einer neuen europäischen Willkommenskultur, selbstverständlich die Möglichkeiten adressieren, die unter anderem mit den neuen Medien und mit den gemischten Medien sozusagen, Transmedialität ist das Stichwort, nicht unbedingt Smartphone. Man benutzt alle möglichen Kommunikationsmittel auf dem Weg nach Europa. Man ruft, man schreibt Briefe, alles Mögliche. Es ist nicht nur Digitalität, man ruft einfach an. Okay, wenn man jetzt anruft und sagt, ich habe diese und jene Erfahrung mit dem und dem Typen gemacht, hilft das denen, die noch kommen wollen, oder hilft es denen nicht? Es ist eindeutig tausendfach nachgewiesen, dass die Qualität des Transits aufgrund der selbstorganisierten und medial kompetenten Organisationsweise verbessert worden ist. Punkt. Okay, da machen wir den Punkt jetzt hinter diesen Themenabschnitt und gehen wieder nach Deutschland. An der Universität waren wir schon. Jetzt möchten wir wissen, was kannst du mit den Kollegen, mit denen du hier vorhin geredet hast, über den Hackathon, sagst du so schön. Ich würde mich für die deutsche Aussprache entscheiden wollen. Für den Hackathon. Also was bietet ihr Leuten, die nach Deutschland gekommen sind, da an? Also wie erkennt ihr, welche Bedürfnisse bringen die mit und wie versucht ihr, die zu stillen, zu befriedigen? Also Ziel dieses Programmiermarathons, der über 2 Tage stattfand, Ende Oktober, war, digitale Lösungen zu entwickeln, die Geflüchteten das Ankommen und die Integration erleichtern und den Freiwilligen das Helfen erleichtern, weil denen sind ja auch viele Steine in den Weg gelegt. Und wir waren jetzt also nicht davon ausgegangen, dass die wir dazu brauchen, als diejenigen, die solche Lösungen entwickeln, also Programmierer, Programmiererinnen, Designer aller Arten und so weiter, dass die von ganz alleine schon wissen, was jetzt genau die Bedürfnisse sind. Deswegen haben wir diesem Wochenende einen sogenannten Anforderungs-Workshop-Tag vorgeschaltet, an dem wiederum Geflüchtete die Hauptrolle gespielt haben. Da haben wir die also ganz genau mit denen zusammen versucht zu erarbeiten, was sind denn genau die Probleme, die ihr getroffen habt, welche dieser Probleme, glaubt ihr, kann man vielleicht mit digitalen Lösungen kleiner machen, wenn man sie vielleicht auch nicht völlig lösen kann. Wofür haben wir dann gemeinsam auch mit Leuten, die schon an solchen Projekten gearbeitet haben, versucht zu entwickeln, wofür gibt es vielleicht schon Lösungen und inwieweit adressieren die hinreichend das, was an Bedürfnissen da ist. Mhm. Hast du vielleicht mal deine liebsten Beispiele, die das illustrieren? Also klassische, es wurden praktisch Schubladen aufgemacht. Ja, klassische Schubladen, die aufgemacht worden sind, sind das ganze Thema Kommunikation und Deutschlernen, von Kommunikation mit denjenigen, die jetzt in diesem neuen Land um mich herum sind, bis hin zu Behördenkommunikation, bis zum Verstehen von Dokumenten, die man bekommt. Da ist zum Beispiel eines der Projekte, das entwickelt worden ist, das nennt sich Interpretier. Das mischt also Interpreter, Übersetzer und Volunteer in ein Wort. Da werden 3 dort eben auch genannte Problemfälle adressiert. Thema Konnektivität. Thema Smartphone, genau. Es wird also einmal kann man Übersetzung von Dokumenten dort online finden. Man kann auch Begleitung zu bestimmten Terminen finden, dass jemand, der eine bestimmte Sprache übersetzen kann, mitkommt. Zum Arzt, zur Behörde, zu solchen Dingen. Und der dritte Anwendungsfall ist, dass man ein Sprachtandem bildet. Ich bringe dir meine Sprache bei, du bringst mir deine bei, auf Augenhöhe und nicht dieses paternalistische, ich helfe dir, du bist der, der Hilfe braucht. Das ist da also nicht drin. Das ist eine solcher Lösung. Andere Felder waren natürlich Wohnraumvermittlung, dezentraler Wohnraum, weil wer will schon ewig im Zelt und Tempelhof schlafen. Da ist entstanden homesforrefugee.org, die also versuchen, private Wohnungsangebote direkt über eine Datenbankabfrage, da kann man die also einfüttern und man kann sie als Geflüchteter auch selber abrufen, ohne dass man eine Behörde dazu braucht, ohne dass man Freiwillige braucht, die an irgendeinem Tisch abends Papiere miteinander abgleichen, sondern die können es einfach direkt machen. Und es gab Wünsche wie soziale Interaktion, eben weil der Wunsch kam, dass Geflüchtete also wirklich wörtlich gesagt haben, wir brauchen nicht nur was zu essen und Trockenheit und ein Dach über dem Kopf, wir brauchen Internet, kam sowieso als erstes fast über allem.
Wir brauchen aber auch, wir sind soziale Wesen genau wie ihr. Wir haben Interessen, wir haben Talente, wir haben Leidenschaften. Und zu diesen Dingen wollen wir uns auch hier austauschen. Und hier gibt es doch welche mit den gleichen Interessen, Talenten und Leidenschaften. Und am liebsten tauschen wir uns vielleicht mit denen aus und lernen die kennen. Und dann haben wir wieder dieses Thema Augenhöhe. Wie findet man sich? Da gibt es ein Projekt, das nennt sich WeConnect.org. Das hat hier in Berlin quasi offline schon genau das versucht. Und die haben auf dem Refugee Hackathon eine Plattform entwickelt oder sind eben noch dabei, die weiterzuentwickeln, das Ganze auch digital abzubilden und bundesweit zu machen. Da du das jetzt gerade ansprichst, dass es da nicht nur um diese fluchtspezifischen Anforderungen geht, sondern eben auch das ganz normale Leben, die Sachen, auf die man Bock hat oder mit denen man sich beschäftigt, würde ich dich gerne noch mal fragen, Florian, diese Online-Kurse haben ja so die Eigenart, dass da ziemlich viele Leute, während sie die belegen, in die Knie gehen und das abbrechen. Und ich stelle mir vor, wenn da noch eine Sprachbarriere dazu kommt, wird es nicht unbedingt besser. Wie organisiert ihr das so nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten? Also entweder beißt du dich da durch oder du bleibst halt auf der Strecke? Also so soll es natürlich nicht sein. Und wir denken auch, dass die Situation von unseren Studenten eine andere ist als von dem typischen MOOC-User. Denn der typische MOOC-Nutzer ist westlich, Mittelklasse und dem oder der geht es normalerweise schon relativ gut und oft haben die auch schon ein Studium oder sind dran und die sind halt online einen Kurs und denken sich, ich melde mich jetzt dafür an. Da ist die Motivation, diesen Kurs durchzuziehen, natürlich eine ganz, ganz andere als bei unseren Studenten, für die das der Kernteil des Studiums ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und dann versuchen wir eben, das Studium zu begleiten mit direkten Klassen über die ehemaligen ehrenamtlichen Freiwilligen, Akademiker, und weil diese persönliche Betreuung sehr wichtig ist. Und gleichzeitig bauen wir auch online eine Community auf, eine Gemeinschaft, wo sich Leute austauschen können. Das zeigen eben auch die Studien, dass das sehr wichtig ist und dass das die Leute auch am Ball hält, sich auszutauschen mit anderen Leuten. Wo seid ihr jetzt oder wo hakt's? Und da für die Studenten da zu sein, wenn es eben hakt und wenn es schwierig wird, sei es jetzt sprachlich oder fachlich, das ist eben auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt von uns, damit es klappt. Trotzdem hast du natürlich völlig recht, Online-Studium hat, was die Motivation betrifft und die Abbrecherquote, nochmal andere Herausforderungen als das Offline-Studium. Mhm. Auf jeden Fall. Was von dem genannten Makbul wäre denn jetzt für dich interessant gewesen, als du wann bist du nach Deutschland gekommen? Vor 4 Jahren, also 2011 angekommen bist. Was hättest du gebraucht auf deinem Handy oder auf deinem Tablet? Als ich nach Deutschland komme? Genau. Also ein Land, dessen Sprache du nicht kennst, den ganzen Papierkrams, der dranhängt, aber eben auch, was einfach Freizeit und Leben betrifft. Ja, ich musste in diesem Wohnheim monatelang bleiben, wo ich auf meinem Smartphone App brauchte, die ich Sprache lernen könnte. Am Anfang, also man kann nicht einfach auf meinen Sprachkurs teilnehmen, wenn man nicht als Asylbewerber anerkannt ist. Mhm. Und Übersetzer brauchte ich, also Dolmetscher brauchte ich, zum Behörden zu gehen, zum Ausländerbehörde zu gehen, wo ist der Ausländerbehörde, der Weg zu finden. Also waren die Sachen, die ich brauchte damals. Okay, also insbesondere das, was Anke jetzt am Anfang sagte, dieses ganze Administrative, was einfach beim Bewältigen der Behördengänge hilft. Ich hatte richtig, das hättest du brauchen können. Ja, ja, richtig. Ich hatte am Anfang richtig Schwierigkeit, so Behörden zu gehen, ohne Dolmetscher, ohne auch die Sprache zu sprechen. Also immer noch. Ich gehe also heutzutage alleine, aber damals war richtig schwierig und... Und wie hast du dann Deutsch gelernt? Also musstest du dann in der Tat warten, bis du als Asylsuchender anerkannt bist und ein Blatt Papier bekommst, das es dir erlaubt, so einen Kurs zu besuchen? Oder hast du dich vorher schon im Netz selbst gebildet? Nee, ich hab ein paar Monate Tandem gemacht mit einem Freund von mir. Mhm. Also wir haben Farsi und Deutsch gemacht vor drei Monaten. Und dann musste ich warten, bis ich meinen Aufenthaltserlaubnis bekomme und einen richtigen Integrationskurs machen musste. Und das habe ich dann bis am Ende gemacht. Und Ja. Jetzt einige der Sachen, die du angesprochen hast, Anke, die gibt es, glaube ich, nachdem ich jetzt natürlich im Netz ein bisschen danach gesucht habe, unter verschiedenen Überschriften. Also
Ich bin gestoßen auf Refugee Guide, auch total interessant übrigens als Frau ohne Fluchtgeschichte mal zu sehen, also die deutsche Kultur erklärt zu bekommen und wie man sich hier begrüßt und wann man sich anschaut und wann nicht. Das ist wirklich ganz witzig, das selber mal so zur Kenntnis zu nehmen und das erste Mal ja eigentlich drüber nachzudenken. Es gibt Refugee Phrasebook, es gibt 1000 Apps und Anwendungen. Hast du das Gefühl, dass es da halt vielleicht auch einen irren Wildwuchs gibt und halt jedes Mal das Rad wieder neu erfunden wird und man sich vielleicht so ein bisschen Hirnschmalz und Ressource sparen könnte, wenn man gucken würde, was gibt es denn schon? Also das ist, definitiv ist da was Wahres dran, auch wenn die genannten Beispiele sich ja jetzt nicht überlappen. Also der Refugee Guide, aber, der soziale Aber da gibt es Einführung, jeweils ganz viele sozusagen Unterformen davon. Das ist schon richtig. Deswegen war eines der Projekte, das beim Refugee Hackathon auch entstanden ist und an dem jetzt auch noch am meisten gearbeitet wird in der Folge oder sehr intensiv zumindest, das haben wir mal so Brain genannt, also quasi das Gehirn von allem, weil unsere Erfahrung auch war, dass ganz viel, und ich kriege auch heute noch solche Mails, wo Leute vorschlagen, oh, lass uns doch mal das und das entwickeln und ich weiß, es gibt es schon 5-mal. Mhm. Es gibt es vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen, vielleicht ist auch nicht alles gut davon, aber es macht ja nicht Sinn, ein neues davon zu entwickeln, sondern man braucht es einmal und dann aber richtig gut und alle, die das brauchen, müssen irgendwie davon erfahren. Was wir also gerade machen, das dauert dann aber noch ein paar Wochen, bis das fertig ist, hoffentlich nicht mehr allzu lange, ist eine Plattform zu schaffen, die wirklich das alles bündelt, wo man also hingehen kann, bevor man anfängt, eine neue Idee umzusetzen, dass man da gucken kann mit Stichwörtern und so weiter, gibt es denn da schon was? Und dann fällt alles raus, was es da schon gibt. Und es ist auch noch näher spezifiziert. Es ist also nicht nur eine kleine Funktionsbeschreibung, sondern da steht auch, mit welcher Technologie ist das umgesetzt. Wie sicher ist das, hat es ein SSL oder nicht zum Beispiel und es kann auch spezifizieren, ist es noch in Entwicklung und braucht es dafür irgendwelche spezifischen Qualifikationen, sodass Menschen, die ihr Know-how einbringen wollen, dass sie auf der Hintergrund von, ich entwickle was Neues, ich will mich einbringen, dass man einfach da gucken kann, was gibt es schon und wo kann man meine Programmierskills genau da gerade brauchen. Und hindert es euch oder wie soll ich das sagen, ist es für dich so ein kleiner, nerviger, nagender Hintergedanke, dass ihr eine Arbeit macht, von der ihr euch eigentlich wünschen würdet, sie nicht tun zu müssen, also die eigentlich ja Lücken füllt, die Behörden, Verwaltungen eben lassen? Das ist tatsächlich so. Auf einer anderen Seite ist es aber auch ganz furchtbar, diese Bilder zum Beispiel im Fernsehen zu sehen oder auch persönliche Geschichten zu hören und entsetzlich verzweifelt darüber zu sein. Und dann wiederum ist es gut, wenn es irgendetwas gibt, wo man was machen kann. Das rettet dann nicht die ganze Welt, aber es macht an dieser einen Stelle einen nennenswerten Unterschied. Und damit, also das tun zu können, damit kann ich erst leben mit dieser Situation. Die würde mich sonst wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben. Also ich kann mir das wirklich nicht mit angucken. Kein Lagiso und das andere, ich kann es nicht mehr ertragen. Und wenn es dann nicht wenigstens die Idee davon gäbe, ich versuche selber in einem kleinen, abgesteckten Bereich irgendetwas davon besser zu machen. Also ich finde, dafür ist es dann schon sinnvoll. Ja, das vermute ich auch, dass man da. Das scheint auch viele Leute anzutreiben. Also wir waren ja bei der Organisation des Refugee Hackathons, das war ich ja mitnichten alleine, wir waren ja da ganz viele. Wir waren am Ende 300 Leute, die sich da an diesem Wochenende eingebracht haben und es gibt auch immer noch ganz viele, die etwas tun wollen, die also dringend das Bedürfnis verspüren, wir müssen diese Lücke ausfüllen, wenn es der Staat eben nun mal nicht macht. Und bei euch, bei der Kiron University wiederum, ist es ja so, dass man vielleicht schon Grund hat anzunehmen, dass der Staat, die Behörden auf euer Projekt aufmerksam werden und das vielleicht auch irgendwann mal finanziell schultern oder zumindest bezuschussen. Habt ihr, Florian, dann vielleicht insofern auch das Gefühl, dass ihr mit dem Thema E-Learning, denn das ist ja im Grunde das, was ihr macht, dass ihr damit Avantgarde seid, was macht, was sowieso in 10 Jahren nicht nur die Flüchtlinge alle haben und machen werden, sondern wir alle? Ich ärgere dich mal und gehe auch noch mal kurz vorher darauf ein. Aber wir bei Kiron merken eben auch ganz viel. Ganz viele Leute wollen was machen, ganz viele Leute wollen helfen und oft wird das Rad ein zweites, drittes, viertes Mal neu erfunden. Hattet ihr denn ein Vorbild? Variierender Qualität. In dem Sinne nicht. Ich glaube, die Online-Unis für Flüchtlinge gab es vorher noch nicht in dem Sinn. Ja. Aber
Sachen, die wir unseren Flüchtlingen anbieten wollen, da merken wir, es gibt irgendwie drei verschiedene Lösungen und keine ist ganz perfekt. Aber dieses Vernetzen und Zusammenbringen und Organisieren und die richtige Bahn lenken von Helfern ist auf jeden Fall ein großes Thema. Deswegen ist auch das, was du machst beim Hackathon, richtig wichtig oder so Organisationen wie der Migration Hub eben, wo es darum geht, die Leute physisch zusammenzuführen. Genau, bei Kiron, das ist so, deine Frage war Avantgarde, Kiron. Genau. Hoffen wir natürlich schon, ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine der Sachen, die mich begeistert bei Kiron, was jetzt unabhängig von den Flüchtlingen einfach, dass dieses E-Learning generell einfach theoretisch so viel Skalierbarkeit und so viel Effizienz und Effektivität auch bietet, dass ich das super spannend finde, dass wir da in diesem Bereich jetzt tatsächlich Bachelor-Studiengänge natürlich in Kooperation mit Partneruniversitäten anbieten. Aber ja, definitiv. Also ich habe gelesen vom stellvertretenden Generalsekretär des Stifterverbandes für die deutsche Wirtschaft, großer Kommentar im Tagesspiegel, der genau das formuliert, dass unbedingt die konsequente Digitalisierung des Lernens vorangetrieben werden muss. Ja. Und sein Paradebeispiel sind natürlich auch die Leute, die kommen. Also dass es erstmal gar nicht anders zu stemmen, zu finanzieren, zu organisieren ist, ein ja. Unterricht face-to-face. Also sprich, da gibt es schon auch in der Tat Fürsprecher aus der Wirtschaft, die sagen, da soll es lang gehen. Jetzt ja. würde ich aber gerne wissen, also wie ich weiß, man könnte bei jedem Thema noch stundenlang weiterreden, sowohl bei euch beiden, was soll, muss, kann hier geschehen, als auch bei euch beiden, was tatsächlich die Flucht als eine Etappe auf diesem Weg betrifft. Ich würde aber von euch gerne wissen, worüber möchtet ihr denn reden? Gibt es Fragen aus dem Netz von euch an jeden der vier, die hier sitzen? Oder an eine würde ja auch reichen. Nö, alle Fragen beantwortet. Dann würde ich von dir gerne noch mal wissen, gibt es denn eine App? Also wir haben ja gerade drüber gesprochen. Es gibt Doppelstrukturen und Sachen, die man nicht unbedingt nochmal erfinden muss, weil die gibt es vielleicht schon in einer ganz passablen Form. Aber gibt es irgendein Tool, irgendeine Anwendung, die dir total helfen würde, die dir fehlt, auf die noch keiner gekommen ist? Mal kurz überlegen. Also die Schlepper-App wurde ja hier schon angesprochen. Ich glaube, das ist natürlich juristisch wirklich ein heikles Unterfangen, unter Umständen auch moralisch-ethisch, wobei wir auch schon besprochen haben, kommt drauf an. Aber vielleicht fällt dir noch was ein. Als ich jetzt im Oktober in Griechenland war, ich habe das in Athen gemerkt, dass es gibt viele Informationen für die Flüchtlinge, wie die aus Griechenland nach Deutschland kommen, also geschriebene und übersetzte Texte. Aber ich glaube, fehlt auch eine App, wo die aus Griechenland, wie die aus Griechenland nach Deutschland oder nach andere europäische Länder kommen können. Vielleicht. Mit Routen. Ja. Also sozusagen eine Kartensammlung, die spezialisiert ist auf Flucht. Sowas. Weißt du, Vasilis, gibt es sowas? Also für die gute Strecke. Mit Mikrofon wäre schön. Für die gute Strecke, also die Meereslinie zwischen Türkei und Griechenland, aber auch auf die andere Ecke der Route von Libyen nach Lampedusa gibt es das Projekt What's the Map, eine der besten, meiner Meinung nach, interessantesten Initiativen der letzten Jahre. What the Map ist der Titel? Genau, mhm. The Met, mit der okay. Mediterranien. Ah, okay. Und die haben ein sehr schönes, eine sehr schöne App entwickelt, sehr leichte Android-Anwendung, mit der sehr, sehr schnell und zwar auf mit dem einfachen Touch des Screenings die GPS-Daten an die entsprechende unterwegs am Meer, an die entsprechenden Kontaktstellen, Beratungsstellen in Sizilien, Piräus oder Lesbos transferiert werden. Die und übernehmen dann, die machen eigentlich das, was du für deinen Bruder gemacht hast. Das ist, dafür wurden ganz einfache Apps übernommen oder zweckentfremdet oder weiterentwickelt. Es ist eine App eigentlich, ein Android, was für ältere Menschen entwickelt worden ist, damit sie, wenn sie in Gefahr sind, einfach mit dem einfachen Anfassen des Screens sofort die entsprechende Kontaktstelle
kontaktiert wird. Das haben sie ein bisschen variiert und das ist etwas, was unendlich gut funktioniert. Wir hatten die letzten 6 Monate mehr als 3000 Kontaktgesuche. Mhm. Das ist ja jetzt vielleicht ein Beispiel, was für dich, Anke, interessant ist. Das ist eine Anwendung, die es schon gibt. Also eine, die wie so ein Notruf meine GPS-Daten übermittelt, eigentlich für eine bestimmte Zielgruppe ersonnen war, aber jetzt von einer ganz anderen genutzt wird. Also noch einen Nebeneffekt hat, an den beim Programmieren niemand dachte. Ist euch sowas auch schon begegnet? Also gibt es Programme, Anwendungen, die ihr aus anderen Bereichen euch schnappen könnt und anpassen auf eure Bedürfnisse? Also mindestens, was die Funktionalität angeht, ist das bei Home for Refugees so. Das ist im Prinzip eine Plattform, die ja ähnlich funktioniert wie kommerzielle Plattformen, weiß ich, ImmoScout und so weiter, ja, wo man Wohnangebote hochlädt mit bestimmten strukturierten Kriterien. Wohnfläche, hat es eine Dusche, hat es X, hat es Y, wie weit ist es von irgendwas entfernt? Und das hochlädt und genauso kann man es eben auch abfragen. Also als Funktionalität existiert es schon, weshalb sich natürlich auch man fragen könnte, ja, warum nimmt man denn nicht das und übersetzt es vielleicht auf Farsi und Arabisch oder so. Aber es ist eben doch so anders im Bedürfnis, dass man es nicht gleich übernehmen kann, weil es doch eine ganze Reihe Menschen gibt, die stellen ihren Wohnraum nicht, weil sie Vermieter sind, an irgendwen, der mieten will, zur Verfügung, sondern weil sie einer Notlage helfen wollen, und zwar bei der Notlage von Geflüchteten. Die sind eben nicht kommerziell als Mieter am Markt und deswegen macht es Sinn. Es will vielleicht auch nicht jeder zum Beispiel einen Immo-Scout aufmachen und in 27 Sprachen haben, aber dieses eine andere Angebot, das muss es eben in unterschiedlichen Sprachen geben. Deswegen macht es da Sinn, einerseits sich an der Funktionalität existierender Plattformen zu orientieren. Das, was gut funktioniert, muss ich nicht anders machen. Aber eben das dazu zu addieren, was für diesen spezifischen Fall eben doch anders ist. Jetzt haben wir am Beispiel der Universität schon drüber gesprochen, dass Chiron da möglicherweise was entwickelt, was irgendwann attraktiv ist für noch ganz andere Zielgruppen. Mhm. Denkt ihr über sowas auch nach, ob die Sachen, die ihr jetzt entwickelt, nachdem die Bedürfnisse, die damit gedeckt werden sollen, gestillt sind, ob die auch kommerziell funktionieren können? Also dieser ganze riesige Umbruch könnte ja auch bedeuten. Also das sind für mich zwei Fragen. Also die eine Frage ist, ist es übertragbar auf einen breiteren Kontext? Da würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Also WeConnect zum Beispiel versucht ja, Einheimische mit Geflüchteten auf Basis gemeinsamer Interessen zusammenzubringen, aber gemeinsam thailändisch kochen können ja auch Einheimische mit Einheimischen oder Geflüchtete mit Geflüchteten. Das ist ja dann irgendwann egal. Ja? Also das soll auch egal sein bei WeConnect. Ja, eben. Genau. Auch, ne? Also das heißt ja deswegen noch lange nicht, dass es kommerziell wird. Und das, glaube ich, ist da gar nicht Absicht. Ne? Aber ja, dass jetzt eher aus diesem ganzen Neudenken vielleicht auch Ideen entstehen, die langfristig ein Bedürfnis decken? Also was ich auf jeden Fall sehe, und da komme ich jetzt nochmal zur Chiron University zurück, ist, dass eine Bekannte von mir aus Island, die sagt immer, never waste a crisis, ja, also verschwende keine Krise. Was sie damit meint, ist, dass große Krisen tatsächlich einmalige Gelegenheitsfenster sind, wo man Dinge tun kann, strukturell Missstände zu verändern, die man sonst ewig versucht hat und hat es nicht geschafft. Ja. Und die Chiron University könnte genau so ein Beispiel sein und ich sehe Potenzial für noch mehr davon, weil wir ja schon ewig über das Thema reden, wie kann man leichter Paralleleinsteigern, Arbeiterkindern, Leuten, die eben nicht so und so Abitur haben, wie kann man denen eine Berufsausbildung auch höheren Levels, nämlich ein Studium mit Abschluss ermöglichen. Also never waste a crisis wäre eigentlich ein fabelhaftes Schlusswort, aber ich würde ungern abmoderieren, ohne nochmal zu fragen, ob sich doch jetzt jemand ein Herz fasst, zum Beispiel du da vorne. Ich glaube, jetzt sind beide Handmikros hier vorne gelandet. Müssen wir euch wieder eins mopsen. Bitteschön. Du hattest vorhin erwähnt, Anke, dass es Probleme gab in der Zusammenarbeit mit den Behörden für euren Hackathon. Habt ihr überhaupt keinen Kontakt bekommen oder waren die Rückmeldungen, wir haben daran kein Interesse? Weil man kann den Behörden im Moment ja nicht vorwerfen, dass sie faul sind und gar nichts tun. Man kann vielleicht sagen, sie machen das Falsche oder haben eine falsche Vision, aber die Überforderung herrscht ja eigentlich und es wird viel gemacht. Ist ein Interesse da bei den Behörden überhaupt mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten oder haben sie eigene Player, mit denen sie zusammenarbeiten bei der Digitalisierung oder haben sie Planungen für die Zukunft? Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Also beim Beispiel Lagiso muss ich leider sagen, dass ich glaube, dass es politischer Wille ist, Dinge so schlecht zu lassen, wie sie sind.
Warum, kann sich jeder selber beantworten. Cui bono, ja, wer hat was davon? Bei anderen, glaube ich, hat es vielleicht sogar andere Gründe. Also ich hatte ein sehr langes Telefonat mit jemandem von der Bundesagentur für Arbeit aus Nürnberg, der mir erzählte, dass es eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem BAMF gibt, mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zum Thema Online-Angebote für Geflüchtete. Da gibt es also schon eine Arbeitsgruppe. Das Gespräch fand eine Woche vor dem Refugee Hackathon statt und dieser Mensch erzählte mir, dass er also von dem Hackathon gehört hat und es extrem sinnvoll fände, wenn aus dieser Arbeitsgruppe, aus Bundesagentur und BAMF, jemand daran teilnehmen würde. Das heißt, der ging auf euch zu, nicht? Der kam auf, ah, der, okay. Ja, der rief an und ich wusste gar nicht, wer das ist. Das erzählte er mir dann erstmal alles. Erzählte mir auch zum ersten Mal, erfuhr ich von dieser Arbeitsgruppe, die da existiert. Und wir waren beide der Meinung, es wäre sehr sinnvoll, wenn aus diesen beiden Behörden und der Arbeitsgruppe jemand zum Refugee Hackathon kommt. Er versprach sich darum zu kümmern, es gab aber nie einen zweiten Kontakt und weil er mich auf der Straße anrief und ich war unterwegs, hatte ich auch weder Name noch Rückrufnummer und konnte also auch nie nachfragen, was daraus geworden ist. Habe leider nie wieder davon gehört und das finde ich halt sehr schade. Das muss in dem Fall nicht daran liegen, wie ich es beim Lagi so zugegebenermaßen unterstelle, dass man den Wille nicht hatte. Es kann sein, wir haben ja den Refugee Hackathon in extrem kurzer Zeit organisiert. Es hat nicht an Tag 1 jede Behörde davon erfahren. Der Mensch von der BA hat vielleicht wirklich erst eine Woche vorher das erste Mal davon gehört. Es ist ein Hackathon an einem Wochenende. Innerhalb einer Woche Genehmigung, Dienstreise, Wochenendplanung in einer Großbehörde, dann noch ganz weit weg in Nürnberg zu organisieren, war möglicherweise nicht hinzukriegen. Ich hätte mir gewünscht, dass es danach noch einen Kontakt gegeben hätte, weil man natürlich auch nach dem Hackathon miteinander arbeiten kann und das hat nicht stattgefunden. Vielleicht hört es ja von denen irgendjemand, dann wäre es toll, sie können sich immer noch bei uns melden, auch wenn sie zum Beispiel in anderen Behörden sind. Jetzt gibt es natürlich ganz viele so eine Beispiele, wo was entweder strukturell, wie du es unterstellst, absichtlich vermasselt wird oder aber wo es einfach irgendwie flöten geht wegen, wissen wir nicht, Überarbeitung, was auch immer. Es gibt, wir kamen ja auf die Ausstattung mit WLAN vorhin zu sprechen, ich hatte schon gesagt, dass Netzpolitik.org sagt, 15%, das ist eine Zahl aus dem Sommer, der Unterkünfte haben WLAN. Dann gibt es einen Verein, Refugee Emancipation, die sich eigentlich darum kümmern wollen, Computerräume, WLAN und so weiter in Unterkünfte zu bringen. Da hat einer aus dem Verein, das habe ich gelesen, gesagt, er hatte Kontakt mit einem Brandenburger Heim. Die waren auch willens, WLAN zu installieren in ihrem Heim. Haben dann aber gesagt, nur wenn sie dann auch alle Mails und alles, was die Leute im Heim sich angucken, mitverfolgen können. Daraufhin kam das dann leider nicht zustande. Dann auch sicherlich eine Erwähnung wert, die Landesaufnahmestelle Eisenberg in Thüringen, die wiederum auf Anfrage gesagt hat, brauchen wir doch nicht WLAN im Heim, bei uns ist doch gar nicht so weit entfernt ein McDonald's und da ist ja die erste Stunde kostenlos. Beim Surfen. Oh Mann. Also das sind natürlich unterschiedlichste Facetten von Ignoranz, kann man vielleicht als Oberbegriff nehmen. Ich habe noch andere furchtbare Dinge gehört. Also es wurde in einem Heim zum Beispiel abgelehnt mit der Begründung, dass die könnten ja dann auch Pornos angucken. Und ich meine, ja, könnte passieren. Passiert aber vermutlich auch bei Einheimischen ab und an mal. Und deswegen stellt ihnen ja auch keiner das Internet ab. Also das ist wirklich ja, eine... Wir hatten einen kompletten digitalen Salon zum Thema. Da hatte ich auch das Gefühl, dass das nicht nur in Flüchtlingsheimen ein Thema ist. Ja, aber welches Argument ist denn das? Also ich arbeite auch in der lokalen Flüchtlingsinitiative im Norden von Brandenburg. Mein Mann ist mitbeteiligt bei asyl-in.de, die genau das Gleiche machen, mit Refugee Emancipation zusammenarbeiten, nämlich freies und störerhaftungsfreies WLAN in Flüchtlingsheime zu bringen. Und uns passiert immer wieder etwas ganz Bestimmtes, dass sie gar nicht unbedingt sagen, in den meisten Fällen, die brauchen das nicht, sondern sagen schon, ja, ja, wäre toll, an den 30 Euro monatlich DSL soll es auch nicht scheitern, aber wenn die da irgendwie einen Song von Lady Gaga raubkopieren oder Gott bewahre, einen arabischsprachigen Film, den sie ja theoretisch beim Netto kaufen könnten, in Klammern nein, können sie natürlich nicht, dann würden die als zuständige Institution ja die Abmahnung kriegen und das ist ja leider richtig. Die also sogenannte Störerhaftung. Die Störerhaftung in Deutschland ist ja ein echtes Verhinderungsvehikel gegen freies WLAN, nicht nur in Flüchtlingsheimen, sondern auch überall woanders. Und was zum Beispiel asyl.de macht und auch viele Freifunkinitiativen, die ja eben auch sich da engagieren, ist, dass man halt Tunnel in andere Länder baut, virtuelle Tunnel, also sogenannte Virtual Private Networks installiert, wo man diese Störerhaftung eben umgeht. Aber uns ist begegnet, dass einem das viele Behörden vor Ort, die zuständig sind fürs Heim, einfach nicht glauben und Angst davor haben, dass es am Ende doch Abmahnungen gibt.
Und wir haben in einem Heim da zum Beispiel ein Workaround gefunden, dass Leute aus der lokalen Initiative, mein Mann gehörte dazu, einfach ein Papierchen unterschrieben haben, dass sie alle Verantwortungen und rechtlichen Folgen für Raubkopierungen und so weiter tragen werden, weil sie selber wussten, die Infrastruktur ist sicher, es kann nicht passieren, hatten sie damit kein Problem. Aber damit war sozusagen das Flüchtlingsheim oder der Betreiber des Heims beruhigt, hat gesagt, okay, dann könnt ihr auch euren DSL schalten, WLAN-Router installieren, alles gut. Und das hat funktioniert, seitdem ist da Happy Internet. Und ja, da muss man sozusagen einmal auf Graswurzelebene mit solchen kleinen Umgehungslösungen arbeiten, politisch vor allem aber darauf Druck machen, dass diese verdammte Störerhaftung endlich wegkommt. Ja. Okay, das jetzt vielleicht als Punkt konkret zur Störerhaftung, aber allgemein wollte ich in der Schlussrunde jetzt gerne nochmal auf diese Kluft. Okay, dann bitte, dann will ich es nicht abwürgen. Obwohl ich dazu sagen muss, mit Blick auf die Uhr, du musst langsam zum Zug. Ja, ich nehme den nächsten. Okay. Ich wollte auch nur ganz kurz eigentlich zu der Frage davor was sagen, aber zum Thema WLAN, das begegnet uns ja auch. In Berlin ist das Problem, ich komme aus Karlshorst, da gibt es eine Unterkunft mit 1000 Einwohnern. Mhm. Und jetzt ist da das Problem, dass das zum Beispiel ein beschlagnahmtes Gelände ist. Da darf gar nicht gebaut werden, weil noch nicht klar ist, wem gehört das Gelände, sind die der Mieter. Das ist noch so ein Problem, was dann teilweise auch noch dazu kommt, das seit 3 Monaten. Und also WLAN hat so viele Baustellen inzwischen, das kann man füllen. Aber was ich eigentlich vorhin zu der Frage noch sagen wollte, war, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, finde ich, je professioneller die ganzen Entwicklungen auch werden, dass wir dem Staat hier sehr viele Aufgaben auch abnehmen. Es gibt sehr viele Stellen, die auch auf uns zukommen als Helferinitiativen, teilweise auch nicht. Auf der operativen Ebene ist es meist noch etwas einfacher. Für uns ist es so, die Berliner Feuerwehr hat neulich mit uns einen Deal gemacht, dass wir halt auch Helferaufrufe in Berlin für Turnhallen aufbauten und sowas mitkommunizieren an unsere Netzwerke. Da geht das. Nur die Frage ist halt, je professioneller diese Lösungen werden, irgendwann wird es auch nicht mehr ehrenamtlich zu stemmen sein. Und dann ist die Frage, wer trägt das? Du bist im Radio. Und dann ist die Frage, da muss dann Politik vielleicht auch irgendwann mal Geld in die Hand nehmen und sagen, Vereine, die sich um sowas kümmern, die müssen halt auch irgendwie das Kapital dafür kriegen, das zu tun, weil sonst ist das irgendwann ehrenamtlich nicht mehr zu stemmen. Das würde ich hier vorne gar nicht zur Diskussion stellen wollen, weil ich vermute, dass ihr alle sagt, ist so, aber würde dann doch langsam in Landeanflug gehen und diese Kluft ist ja klar, diese Riesenkluft zwischen was ginge, da habt ihr alle eine Menge Ideen, was ginge, und dem, was de facto geht. Also immer nach dem Motto, die Idee ist gut, die Welt noch nicht bereit, habt ihr. Ja, also ihr habt, ich glaube jetzt nicht, dass ihr ein Schlüsselchen, ein Kästchen dabei habt und macht es auf und da liegt der goldene Schlüssel drin und ihr sagt, nimm den und dann klappt's. Aber dennoch die Frage, habt ihr eine Idee, wie man das kommunizieren kann? Also wie man auf politischer Seite, auf behördlicher Seite ein Öhrchen dafür erreichen kann, dass es Tools gibt. Man muss halt nur die Infrastruktur dafür schaffen. Oder ist es kein Kommunikationsproblem? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie ein Kommunikationsproblem ist, eigentlich. Sondern, also ich komme nochmal zum Beispiel Lageso zurück. Ja, da werden Leute wegen Hausfriedensbruch abgeführt, weil sie versuchen, ein temporäres Dach über Menschen aufzubauen, die ganze Zeit im Regen stehen müssen. Das ist jetzt vielleicht ein analoges Beispiel und kein digitales, aber das zeigt, dass es wirklich nicht an der Kenntnis über Lösungen liegt, weil ein Dach könnten die natürlich auch selbst temporär bauen. Ja, das wird ja nur deshalb von anderen versucht zu tun, weil die es nicht selber machen, sondern es ist halt nicht gewollt. Und so ist es eben mit vielen digitalen Lösungen, fürchte ich leider auch. Aber Sendungen wie diese können natürlich auch dazu beitragen, diejenigen zu erreichen, die vielleicht tatsächlich schlicht noch nicht davon gehört haben, was bei der Keron University sicher nicht der Fall ist. Deswegen hoffe ich da sehr stark, dass irgendwann der staatliche Geldregen kommt, weil ihr den einfach brauchen werdet, um noch größer, noch professioneller zu werden und dass Bildung eine staatliche Aufgabe ist. Ja, was wir bei Keron erleben, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Bildung nicht so umstritten ist, ist schon guter Wille von der Politik. Tatsächlich? Würdest du sagen, quer durch die Fraktion? Nee, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Okay, aber, die Seifenblase. Aber und ich fand eigentlich, wie du vorhin das Lage so dargestellt hast, nämlich als eines der Beispiele, wo es eben nicht klappt, wo der Wille nicht da ist,
aber nicht unbedingt als repräsentativ für die gesamte Politik. So würde ich das eher unterschreiben. Und insofern gibt es vielleicht doch so ein bisschen ein Kommunikationsproblem, dass viele in der Politik eben doch nicht genau wissen, dass eine App eben vieles leichter machen könnte, denen vielleicht sogar Kosten sparen könnte oder eben intelligentes Informationssystem. Deswegen vielleicht schon ein bisschen Kommunikationsproblem. Man braucht ein bisschen mehr Zuhören bei der Politik, ein bisschen mehr Offenheit für neue Lösungen und never waste a good crisis. Ich denke, es gibt auch mehr Offenheit als vorher. Ich glaube, es liegt an uns daran, diese Offenheit auch zu ergreifen und da aber auch weiter zu fordern und weiter in Kontakt zu treten. Weiter zu nerven, würde ich mal platt vielleicht übersetzen. Ja. Vasilis, was würdest du sagen, diese Kluft, über die wir hier reden, was ist da die Hängebrücke drüber? Also weiter nerven, die richtigen Gesprächspartner finden, kleinteilig denken? Alles Mögliche tun. Ich glaube, die Richtung hast du schon angedeutet. Es gibt eine real existierende Willkommenskultur sogar innerhalb der Behörden. Verwaltungsdenken aber ist digital gesprochen Analphabet. Also das sogenannte E-Governing ist eine der größten Märchen, die wir die letzten 20 Jahre in der Verwaltungsreform hatten. Also es gibt ein digitales Gap zwischen Gesellschaft und Verwaltungsstrukturen und Kulturen. Insofern, ja, Stress machen, gute Nerven behalten und sehr viel Überzeugungsarbeit machen, vor allem bei denjenigen, bei denen es auch ankommt. Und es gibt diese Bereitschaft, ich kann von Hamburg und Kiel habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was bestimmte Kreise innerhalb der Verwaltung, die aber deren Effekt eigentlich, deren Output ihrer Arbeit eigentlich gigantisch ist im Verhältnis zu dem, was sonst verunmöglicht wird, nämlich die ganz normale Alltagsignoranz und die Kultur der Duldung von Missständen, die nicht zumutbar sind. Marc Buhl, dann hättest du jetzt das letzte Wort. Also nochmal deine Antwort auf die Frage, wie E-Government mit Leben gefüllt wird in all den Anwendungen, über die wir hier sprechen. Ich bin auch nach Vasilis Meinung, was Vasili hat gerade gesagt. Ich bin nicht Digitalexperten, also ich weiß... ich bin auch ein bisschen weit weg von Behörden. Ich weiß auch nicht, wie das gerade hier in Deutschland funktioniert. Und bist wahrscheinlich auch nicht so böse drum? Nee, also nee, alles gut bei mir. Aber was würdest du denken, wie kann man diese Ignoranz, Böswilligkeit oder Gleichgültigkeit, wie auch immer man es nennen möchte, hat ja wahrscheinlich auch verschiedene Facetten. Was denkst du, wie lässt sich die überwinden? Oder muss man mit der leben und eben immer nach den Mitteln und Wegen suchen, nach den Schlupflöchern, wo man weiterkommt? Ich glaube, man muss damit leben. Ich will mal so sagen. So gerade. Was für ein Stichwort. Ui. Naja, ich finde es nicht schlecht. Ein realistisches zumindest, denke ich. Vielen Dank euch allen fürs Diskutieren und für diese vielen Facetten auf dieses Riesenthema. Ich glaube, man könnte nach jedem digitalen Salon sagen, wir stehen ja erst am Anfang dieser Entwicklung, aber ich glaube, bei keinem ist es so wahr wie bei dem, den wir heute Abend hier diskutiert haben. Vielen Dank euch fürs, ich hoffe, nicht gelangweilte, sondern gespannte Zuhören, und ich wünsche euch einen schönen Abend, frohe Festtage, euch allen auch danke fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und Erzählen, und kommt alle gut rüber. Tschüss. Tschüss.